liebe Frau Moos, unbenommen, dass ich nichts für mögliche Bildungsdefizite des einen oder anderen in diesem Hohen Haus kann und nicht verantwortlich bin, zum Thema nicht Wichtigeres. Ganz ehrlich, wer hat uns denn mit diesem Müll behelligt und unsere Lebenszeit verbrannt, indem er diese Sachen auf den Weg gebracht hat? Das war Rot-Rot-Grün. Wer hat denn in Berlin dafür gesorgt, dass Geld verbrannt wurde für die Umbenennung des Studentenwerkes in Studierendenwerk? Alles verzichtbar, das Geld wäre woanders besser aufgehoben gewesen. Also insofern fällt das auf Sie zurück. Das ist ja nur eine Reaktion. Das ist ja nur eine Reaktion auf das, was Sie da initiiert haben. Dr. Redmann, Sie haben den Antrag nicht gelesen. Es geht nicht um die Herrschaft über irgendwelche Köpfe, sondern es geht genau das, was wir auch unter Punkt 2 formuliert haben im Antrag. Es geht um ein verständliches Behördendeutsch und da Einfluss geltend zu machen, wo es gilt, Dinge zu entzerren, wie Frau von Haarlem das gar nicht, muss ich sagen, unkritisch natürlich, aber durchaus konstruktiv, auch wenn wir anderer Meinung sind, dargelegt hat. Der Beitrag von Fräulein Vendré verdient keine Erwiderung. Das ist das übliche ideologische Geschwurbel von der Seite. Und was Frau Karawanski angeht, Sie haben gesagt, Sprache lebt in der Realität, Sprache und Wirklichkeit. Das stimmt. Und die Wirklichkeit und Realität ist, dass draußen kein Mensch, das ist die Realität, sich in der Fläche der normalen Bevölkerung irgendwelcher Binnen-Is, Sternchens oder sonst eines Blödsinns bedient. Das ist die Realität und das ist der ganz normale Sprachgebrauch. Und alles andere ist der Versuch, ideologisch motiviert den Menschen was aufzuoktroyieren, wird aber nicht gelingen. Vielen Dank.